Das allererste Mal, ich habe das in Amerika gesehen, in April, bei einer Veranstaltung, wo Justin Rose und Sergio Garcia gespielt haben, von TaylorMade ausgerichtet, und habe dann angerufen, die nötigen Kontakte bekommen und dann auch die Lochschneider und Lochsets bekommen, sodass wir es heute hier als Premiere in Europa präsentieren dürfen. Ja, mit Golf 15 ist gemeint, dass wir das Loch größer machen. Also 15 Inch sind 35 cm. Das ist das Golf 15 Prinzip, deswegen heißt es so. Und das normale Loch hat 10,3 cm. Und wir machen jetzt einfach das Loch größer, um mehr Spaß auf dem Golfplatz zu haben. Man ist nicht so frustriert, wenn man den Ball vorbeischiebt an dem kleinen Ding. Also aus 2 Metern kannst du nicht mehr vorbeischieben. Das ist eine andere Form von Golf. Also wir wollen jetzt nicht das normale Golfspielen hier bedrängen. Also das ist eine andere Form, die mit Sicherheit Spaß machen würde. Und das können auch 0er-Handicapper und 54-Handicapper genauso beiden genießen. Warum ist der denn jetzt nicht reingegangen? Das Loch ist doch schon so groß. Ja. Im Normalfall geht sowas rein. Nur heute nicht, wegen der Kamera und so. Du kostest mich hier auch einen Score mit der Filmerei. Und jetzt? Jetzt haben wir eine 5. Für einen Anfänger sind natürlich die großen Probleme, den Ball erstmal bis zum Loch zu bekommen. Aber wenn er dann auf dem Grün ist, sind es mit Sicherheit Riesenhilfsmittel. Und ich denke mal, das ist eine gute Option, auch mit ein bisschen Spaß die Leute irgendwo zum Golf zu bringen, dass es mal ein bisschen lockerer wird und nicht alles irgendwo extrem leistungsbezogen. Also ich finde, es ist wirklich eine gute Sache. Du hast nur Glück, dass längere Putts in der Fläche leichter reinfallen oder mal ein Chip-in. Die berühmten 5 cm, die sonst vorbeilaufen, die fallen halt hier. Das ist halt der Unterschied. Aber es macht Spaß, das ist die Hauptsache. Ist auf jeden Fall mal was anderes. Ja. Also jetzt die Frage war, ob man es generell ins Golf mit aufnehmen sollte. Also als Turniervorgabe wirksam nicht, auf gar keinen Fall, weil das verwässert das Ganze. Aber so als reines Spaßturnier ist sowas immer möglich, und für Anfänger auf Übungsplätzen ist sowas mit Sicherheit auch sehr zu empfehlen. Wir wollen eben nicht den Golfsport jetzt komplett umdrehen. Ja. Wir sind ja selber Liebhaber. Warum machen wir das denn? Ja, weil wir einfach Golffanatiker sind. Aber wir wollen sowas mal probieren. Das ist ein Experiment. Und dann kann ich doch nur sagen, hey Leute, lass uns mal was Neues machen. Ja, Golf ist jetzt so viele Jahre alt. Richtig. Ja, mal ein bisschen Schub geben. Und die Resonanz in Amerika war sehr positiv. Die haben das mittlerweile über 100 Plätze eingeführt, und man hat gesehen, wenn die Leute von der Runde kommen, also in der Regel was zufriedener und glücklicher, als man sonst die Spieler sieht. Also darum geht's. Interessant, interessant. Also ich muss Putten üben. Warum? Auf den normalen Löchern. Und bei Ihnen? Für mich als Neuling so und so wunderbar.